Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung. Das ist eine Veranstaltung der SPD RUDO, um Sie zu informieren über das geplante und im Entwurf bisher vorliegende Straßenausbaubeitragsgesetz. Zurzeit gibt es die Beratungen im Abgeordnetenhaus, in den Fraktionen, und dann dabei werden auch die betroffenen Verbände angehört. Ich darf Ihnen erstmal vorstellen, mit wem Sie es heute zu tun haben. Mein Name ist Rainer Knörr, ich bin hier der Vorsitzende der RUDOer SPD. Zu meiner Rechten sitzt Jürgen Radebeult, er ist stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD-Abgeordnetenhausfraktion und ist maßgeblich an der Erarbeitung des Gesetzes beteiligt. Deswegen wird er Ihnen dann auch zunächst ein paar Informationen geben, was es damit auf sich hat und um was es dabei insbesondere auch nicht geht, weil es gibt ja Irritationen, die also auch von der einen oder anderen Seite, sag mal, so ein bisschen hochgespielt werden. Dann noch ein bisschen weiter zu meiner Rechten sitzt Herr Hans-Jochen Aurich. Er ist der Vorsitzende des Eigenheim- und Grundbesitzer e.V. RUDO. Und zu meiner Linken sitzt Herr Eckhard Bileitis. Er ist der Präsident des Verbands der deutschen Grundstücksnutzer, wenn ich das richtig im Kopf habe. Schönen guten Abend. Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Ich würde das gerne in drei Teile teilen. Einmal zum Stand dieses Gesetzentwurfs im föderalistischen System Bundesrepublik, zweitens zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens und dann ein paar technische Einzelheiten aus dem Gesetz, nicht alle, weil es ein sehr kompliziertes Gesetz ist, weil ich da glaube, dass dann Ihre Fragen und die Bemerkungen der Diskussionen, die wir alle schon mal gemeinsam das geredet haben, in unserer Zusammensetzung dazu kommen. Kommunalabgabengesetze haben eine lange Tradition in Deutschland und in Preußen. Die gibt es seit etwa 1875. Seit dieser Zeit sind solche Gesetze in Deutschland üblich. Das Gesetz, das wir in Berlin im Moment als Entwurf diskutieren, gibt es in allen Bundesländern, bis auf Baden-Württemberg, die es offensichtlich nicht nötig haben, dieses Gesetz anzuwenden, sodass Berlin dort im Rahmen des föderalen Systems, aber nicht nur deshalb, sich mit diesem Gesetz beschäftigt. Wir beschäftigen uns auch aus einem anderen Grunde damit. Sie wissen ja, wir sind Empfänger erheblicher Umverteilungslasten aus anderen Ländern in der Bundesrepublik, die sich diese Ausstattungsvorsprünge für Berlin nicht mehr bieten lassen. Da laufen ja andererseits Klagen der Südländer gegen die Nehmerländer, sodass wir auch wegen unserer Verfassungsklage in Karlsruhe meinen, dass wir die Verfassungsklage sicherer machen, wenn wir die rechtliche Grundlage in Berlin so vollziehen, wie sie in den fast allen Bundesländern üblich ist. Zum Verfahren ist es so, ich wäre schon gerne mit dem Gesetzgebungsverfahren sehr viel weiter. Wir haben es seit anderthalb Jahren zwischen den beiden Koalitionsfraktionen und dem Senat diskutiert, weil wir in unseren Vorstellungen deutlich weitergehen wollten, in einigen Punkten, die erläutere ich nachher, als die vergleichbaren Gesetze anderer Länder. Da haben wir uns richtig schwer getan mit, weil wir aus unserer politischen Sicht der Verwaltung dort auch eine Menge Bürokratie, sage ich jetzt mal, aufbürden wollten, die aber letzten Endes ihre Rechte stärkt. Das hat lange gedauert. Die Fraktionen haben das Gesetz freigegeben für die Diskussion. Es gab die Beteiligung der Verbände, ich glaube 12 Verbände, auch der VDGN hat seine Einwendungen oder Anregungen zu dem Gesetz abgegeben. Und im Moment kommt der Senat nicht aus dem Trick, es durch Senatsbeschluss offiziell dem Abgeordnetenhaus zur Beschlussfassung vorzulegen. Diese Verbändebeteiligung hat ja auch ihren Sinn darin, dass dann eben nochmal Anregungen der Verbände auch aufgenommen werden, wenn man den Anregungen folgen will, um das Gesetz noch zu verbessern. Und auch in meinem eigenen Erkenntnisstand gibt es schon Dinge, wo ich jetzt schon sagen werde, das Gesetz wird so nicht rausgehen, wie es im Moment andiskutiert ist. Weil das ist eben auch teilweise das Ergebnis solcher Gespräche mit Bürgern, die sagen, da habt ihr denn daran gedacht und habt ihr daran gedacht, nach Maßnahmen. Aber
Aber das ist eigentlich ein ganz normaler Werdegang des Gesetzes. Ich hoffe, dass das im Herbst über die Bühne bringt. Jetzt mal zu einigen Punkten des Gesetzes. Einmal das, was das Gesetz von den Vorschriften anderer Länder teilweise unterscheidet. Das waren uns zwei Dinge waren uns wichtig. Uns war wichtig die Beteiligung der betroffenen Bürger besonders sicherzustellen. Wir haben anders als alle anderen Länder vorgeschrieben, dass der betroffene Eigentümer von einer solchen Maßnahme einzeln schriftlich über den Umfang der Maßnahme und über die voraussichtlich auf ihn fallenden Kosten informiert wird. Das ist etwa vergleichbar mit Maßnahmen, wie sie in der Wohnungsmodernisierung üblich sind. Der Bürger hat dann das Recht, die Planungsunterlagen einzulegen. Der Bürger hat dann das Recht, über die Alternativen für den Ausbaubeitrag zu diskutieren, also für die Straßenbaumaßnahme, um aus seiner Sicht eventuell, was wird er immer machen wollen, er wird immer danach suchen, wie man es preiswerter machen kann, bestimmte Dinge. Also ob man einen Granitbordstein nimmt oder einen Betonbordstein. Diese Sachen können alle dann noch erörtert werden, wobei wir eindeutig der Behörde vorgeschrieben haben, dass die Behörde Ausbauvarianten aufstellen mit kostengünstigen Alternativen. Es ist ja auch immer eine Angst, auch von uns früher gewesen, dass solche Regelungen dazu benutzt werden, dass sich Tiefbauamtsleiter Denkmale setzen. Das wollen wir nicht. Wir haben im Gesetz eindeutig in den Formulierungen darauf orientiert, dass es preiswert gebaut wird. Das heißt dazu im Paragraph 1 Absatz 2, ich lese noch einen Satz vor, der Aufwand für die technische Herstellung ist so gering wie möglich zu halten. Eine andere große Sorge, die Bürger haben, ist natürlich, dass wenn sie zu namhaften Beiträgen herangezogen werden, ob sie diese Beiträge auch leisten können. Wir haben in den Paragraphen 20 in Billigkeitsregelungen Regelungen vorgesehen, die aus unserer Sicht sichern, dass niemand sein Grundstück verlassen muss. Üblicherweise werden die Kosten einen Monat nach Fertigstellung der Anlage dem Bürger zur Bezahlung mitgeteilt. Darüber hinaus haben wir eine Regelung, dass eine dreijährige Ratenzahlung möglich ist. Die nächste Variante ist eine zehnjährige Rentenzahlung mit 2% Zinsen. Und wir haben auch den Einzelfall definiert, wenn jemand darlegen kann, dass er aus persönlichen wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage ist, dass dieser Betrag dann auf dem Grundstück festgeschrieben werden kann, sodass auf jeden Fall die weitere Bewirtschaftung, so heißt das technisch, durch den jetzigen Eigentümer des Grundstückes gesichert ist, um in schwierigen sozialen Fällen, und wir leben ja nicht alle in dem dicksten Wohlstand, sicherzustellen, dass man sein Eigentum nicht verlassen muss. Das sind die beiden Regelungen, die deutlich über alles andere, was es in der Bundesrepublik gibt, hinausgehen. Ansonsten haben wir uns in vielen Fällen, da wir ja dieses Gesetz in anderen Bundesländern verfolgt haben, ganz kurz sind Sie ja hier in Brandenburg. In Brandenburg gibt es das Gesetz. Da haben die Kommunen das auch alle in ihren Kommunalsatzungen umgesetzt, Königs Wusterhausen und alles, was hier gibt. Haben wir uns auch daran orientiert, was haben die für Erfahrungen mit dieser Rechtsmaterie, weil es natürlich auch dort Auseinandersetzungen gibt, wenn ein Bürger zu Leistungen herangezogen wird, dann erregt man als Politiker keinerlei Freude in der Verwaltung. Das wollen wir auch gar nicht tun. Deshalb noch mal so ein paar Sachen, die wir hier sozusagen festgelegt haben. Wir haben Mindestbreiten für verschiedene Straßentypen festgelegt. Wenn die Kommune dann breiter baut als diese Mindestmaße für die verschiedenen Typen, dann ist das nicht umlagefähig. Also wenn die meinen, in einer Anliegerstraße, die wir hier mit 5,50 Meter, glaube ich, definiert haben, für die Straßen, für die Fahrbahn, wenn die da 10 Meter bauen, weil der Straßenraum so groß ist, dann können sie das machen. Umlagefähig bleiben dann nur die Breiten, die wir in dem Gesetz eindeutig festgelegt haben, das gilt für die Fahrbahn, für den Gehweg, für Parkflächen, für Grünanlagen und was zur Not möglich ist. Wir haben drei Straßentypen definiert, die Anliegerstraße, die Haupterschließungsstraße und die Hauptverkehrsstraße. Das
sind die wichtigsten, ich will jetzt mal nicht unbefahrbare Wohnwege hier zitieren, und haben gesagt, der umlagefähige Aufwand sinkt prozentual mit dem Grad der öffentlichen Nutzung der Straße. Die Andigerstraße wird im Wesentlichen von den Andigern genutzt, da haben wir die prozentual höchsten beitragsfähigen Umlagemöglichkeiten, während sie bei der Hauptstraße dann am niedrigsten sind, weil ja dort der Anteil anderer Nutzer wesentlich größer ist als in der Andigerstraße. Dann haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir sozusagen zugrunde gelegt wird die Fläche des Grundstückes und haben uns darauf geeinigt, dass nicht die gegenwärtige Nutzung der Fläche zugrunde gelegt wird, sondern die mögliche Nutzung. Wir haben es ja in Berlin auch an sehr langen Straßen durchaus so, dass an der einen Straßenseite sozusagen kleine Häuser stehen, an der anderen stehen große Häuser oder manchmal stehen kleine Häuser zwischen großen Häusern. Da haben wir grundsätzlich gesagt, was sozusagen maßrechtlich definiert ist an Nutzung, legen wir für die Umlagefähigkeit zugrunde. So. Die Möglichkeit auch, die Bebaubarkeit des Grundstücks ändern zu lassen? Wenn das selbstverständlich durch einen förmlichen Rechtsakt der BVV oder des Senates, je nachdem wozu das Grundstück gehört, ist das möglich. Aber sowas passiert relativ selten. Es passiert manchmal zwangsweise, weil wenn in Bebauungsplänen langfristig festgelegt worden ist, sowas haben wir gegenwärtig häufig, hier kommt noch eine Sportanlage oder eine Schule hin und wir wissen von der demografischen Entwicklung gegenwärtig, dass wir die brauchen, dann wird sowas auch mal zurückgeschickt. Also das ist absolut üblich. Da muss man nur als Kommune aufpassen, dass man da nicht in Regress genommen wird. Denn wenn Sie jemand dort mal vor 20 Jahren eine größere Baumaßnahme untersagt haben mit der Rechtsetzung und die heute ändern, dann können Sie dem schön die Ausgleichsbeträge zahlen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Als Grundbesitzer, Vorsitzender von RUDO und von BUKO muss ich dazu sagen, wir lehnen das Gesetz ab. Wir sehen keine Notwendigkeit darin, dass der Bürger schon wieder zur Kasse gebeten werden soll. Und es geht ja nur um, sag ich mal, um einen kleinen Teil der Leute, die zahlen dürfen, die Großen. Sprich, die Wohngebäudesachen zahlen die Leute, die Mieter zahlen dafür nicht, jedenfalls nicht offiziell, wenn hinterrücks wahrscheinlich eine Mieterhöhung kommen wird. Aber wir als Eigenheimer, die mühselig dies erarbeitet haben, sich ihren Grundbesitz erschaffen haben, dürfen schon wieder bezahlen. Außerdem haben wir einen Erschließungsbeitrag. Wenn die Straße das erste Mal erschlossen wird, dürfen wir das erste Mal bezahlen und dann nach 30 Jahren dürfen wir unter Umständen in einen Neuausbau oder in eine Erneuerung kommen, schon wieder bezahlen. Das kann so nicht sein. Entweder ein Gesetz weg, ist nur mit einem Gesetz gearbeitet und nicht mit zwei Gesetzen gearbeitet wird. Kurz meins dazu. Denn von mir ist ja bekannt, dass ich ganz eindeutig oder unser Verband gegen dieses Gesetz ist. Uns geht es nicht alleine nur um dieses jetzige Gesetz, sondern wir haben doch feststellen müssen, dass Deutschland sich in umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen befindet. Denken Sie nur daran, fallende Bodenpreise ist ein Ausdruck dieser Veränderungen, viel leerstehender Wohnraum, Grundstücksteilungen funktionieren nicht mehr zum Finanzieren solcher Straßenbaumaßnahmen oder Kanalisation. Und auf der anderen Seite sagen wir auch, wenn es 125 Jahre ohne dieses Gesetz gegangen ist, dann ist es auch nicht Gott gewollt, dass es nur gerade jetzt kommen muss, in solchen Zeiten. Das heißt also, wir vertreten den Standpunkt, natürlich müssen Straßen gebaut werden, erhalten werden, verbessert werden, dass man über das Umlageverfahren prinzipiell nachdenken muss und zu einem Paradigmenwechsel, zu einem Wechsel in der Art der Umlage kommen muss. Das ist ein Grundansatz, ein gesellschaftlicher Grundansatz, der nicht nur für Berlin gilt, den haben wir auch in Mecklenburg-Vorpommern, den haben wir in anderen Ländern vertreten, in Nordrhein-Westfalen, wo ja letztens auch eine Sendung plus minus war, wo diese Probleme, wenn auch am sehr späten Abend, genauso zur Sprache kamen. Und auch dort beklagten sich die Anrainer, die Anwohner, dass sie bei Straßenausbaumaßnahmen zur Kasse gebeten wurden von 15.000 Euro bis 30.000 Euro, wäre in etwa, ich habe nicht mehr ganz genau die Zahlen im Kopf.
Ich denke, man kann das Gesetz hin und her diskutieren. Man muss sich über eins im Klaren sein. Wenn die Straße gefertigt wird und unter dieses Gesetz fällt, sind Beträge fällig. Erstens. Zweitens. Genauso wie das berücksichtigt wird, was die Verbände vorher alles dagegen und im Einzelnen auch vortragen, nämlich so gut wie nichts, wird auch die Bürgerbeteiligung sein. Es ist zwar dort geregelt, dass der Bürger seine Meinung sagen kann, Herr Radebeul hat auch gesagt, da kann man gut diskutieren und so weiter, ist ja alles schön gut, aber letztendlich entscheidet doch die staatliche Macht, sprich das Tiefbauamt oder wer dafür zuständig ist, wie die Straße kommt. Frage, brauche ich auch in einer wirklichen Anliegerstraße, wo gesagt wird, 75% soll der Anlieger letztendlich da zahlen, im Mittel oder 70, es gibt ja eine Abstufung auf die einzelnen Bestandteile der Straße, aber sagen wir mal, weit über 50% zahlen soll, dann müsste er ja auch eigentlich der Hauptnutznießer dieser Straße sein. Brauchen wir dann eine Straße von 5,50 Meter Breite? Brauchen wir Gehwege von 3 Meter Breite? Das sind echte Fragen. Auch darüber muss man mal nachdenken. Denn letztendlich bezahlt es der Bürger. Und wenn ich in Ihre Runde hier gucke, muss ich feststellen, auch überwiegend ältere Menschen, die ihr Einkommen aus Rente später mal bestreiten müssen und so weiter und so fort. Und wie es mit deinen Rentenkassen aussieht, darüber brauchen wir, glaube ich, ja nicht zu diskutieren, sieht es auch nicht sehr rosig aus. Also sie werden nicht einen erheblichen Zuwachs an Rente mehr haben. Auch die Beamten werden das zu spüren bekommen. Also es sind eine ganze Reihe von Dingen, wo man sagen muss, vom Grundsatz her gilt es nachzudenken. Und ein Argument, Berlin ist eines der wenigen Länder, die so ein Gesetz noch nicht hat, das ist für mich kein sachliches Argument. Überhaupt nicht. Darüber sollte man lieber nachdenken, ob nicht Berlin mal der Ausgangspunkt ist über eine prinzipielle Diskussion der Erschließungsbeiträge. Wenn wir das Land Brandenburg heranziehen, gibt es zum Straßenausbau dort keine Probleme. Obwohl so ein Gesetz da ist. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil überall in Brandenburg, wo Straßen gebaut wurde, die EU finanziert hat. Das ist nämlich eine Kernerschließung, die es in Berlin nicht gibt. Eine Förderung für Straßenbau in Berlin gibt es nicht. Gibt es in allen anderen Flächenländern. Muss man drüber nachdenken. Wieder ein Punkt. So. Berlin geht in Vorleistung. Wir haben die höchste Grundsteuer. Das nächste SPD-geführte Land, Bremen, Stadt, Land, wie Berlin, gleichen Status, hat 530% Hebesatz, Berlin 660. Diese Differenz, 130 Hebeprozentpunkte, macht alleine ein Mehraufkommen in Berlin von 118 Millionen Euro aus. Haben wir da nicht schon genug für das Verfassungsgericht vor Leistung gebracht? Dass wir sagen, wir haben hier wirklich den Eigentümern kräftig in die Tasche. Noch ein Argument, es wird immer gesagt, ja, wer einen Vorteil hat, der soll auch an den Kosten beteiligt sein. Sie können nur zur Zeitung reingucken, wir haben das an Straßen analysiert. Es gibt keinen Vorteil mehr. Das hängt eben mit der demografischen Entwicklung, mit der nachlassenden Baulandnachfrage und so weiter nach. Ich habe vorige Woche mit dem Geschäftsführer von Stadt und Land ein sehr intensives Gespräch über Grundstückspolitik gehabt. Da hat er zu mir gesagt, ich darf gar nicht an die nächste Aufsichtsratssitzung denken, wie ich denen beibringe, wie ich eine Wertberichtigung zu einem Haufen von Grundstücken machen muss. Darüber gibt es nachzudenken. Also selbst solche Gesellschaften haben große Probleme. Und nun abschließend noch etwas ganz Suffizientes. Wenn dieses Gesetz kommt, ist es normalerweise nicht auf die Miete umlegbar. Mit einem Ausnahmefall, auf Sozialmieten ist es umlegbar. Hängt nur die Kosten hier. Das sind die Ärmsten, danach kommen diejenigen, die unter der Brücke schlafen, die Obdachlosen. Die Sozialhilfeempfänger und so weiter und so fort, die Sozialmiete zahlen, bei denen ist es sofort umlagenfähig.
Auch das ist in der Anhörung zur Sprache gekommen. Es ist nicht von uns gekommen, es ist von anderen Verbänden gekommen. Ich habe dann erst einmal gesagt, Mensch, das kann doch gar nicht möglich sein. Und dann habe ich mich mit der gesetzlichen Grundlage befasst und da mussten wir das feststellen, dass das tatsächlich so ist. Ich will darüber nicht weiter nachdenken, aber es ist schon bedenklich, dass Rot-Rot, die eigentlich sagen, wir sind für die sozialen Schwachen da, von 25 auf 19 die Körperschaftssteuer senken will, damit es denen noch weitergeht, eine Diskussion über Kapitalismus führt und den sozial Schwachen, den Sozialmietern mit diesem Gesetz auch nochmal in die Tasche greift. Also sowohl den Eigentümer als auch den absolut sozialen Schwachen wird dieses Gesetz treffen. Ich denke, das sind genügend Argumente, warum man gegen dieses Gesetz sein muss. Schönen Dank. Zwei Dinge, die Herr Beleitis gesagt hat, sind nicht ganz korrekt. Es betrifft nicht Sozialmieten, es betrifft sozusagen das Finanzierungsmodell des alten Westberliner sozialen Wohnungsbaus. Da trifft das zu, richtig, weil dieser Wohnungsbau davon ausgeht, dass er keine Gewinne erwirtschaftet. Aber da wird natürlich die Erschließungsstraße gebaut, lieber Eckhard Beleitis, und dann geht das Objekt ja über 15, 20, 25 Jahre raus aus dem sozialen Wohnungsbau, sodass in dieser Zeit keinerlei Auswirkungen auf die Sozialmiete stattfinden, wobei es theoretisch möglich ist, aber ich kenne keinen einzigen sozialen Wohnungsbau, der keine Straße gerecht. Der so lange halten darf. Und das Zweite ist, es wird ja immer wieder gesagt, und da bin ich sicher, dass der Herr Beleitis es besser weiß, wir haben da, der bezieht sich auf die Grundsteuer, aber der Hebesatz in Berlin, lieber Eckhard Beleitis, ich bin sicher, dass das bekannt ist, ist im Osten 1935 Basis, im Westen glaube ich 1962, sodass in den echten Zahlbeiträgen Berlin im unteren Drittel, das möchte ich bitte deutlich sagen, im unteren Drittel aller Bundesländer liegt. Das wollte ich nur zur Richtigstellung sagen, bei Ihnen bei Bayern, hinter München, Frankfurt und all jenen. Also nicht nur die reine 600%-Sache, sondern die Bemessungsgrundlage muss man dazu zählen, denn aus beiden wird das gebildet, was wir in Berlin zahlen. Und da sage ich, wir liegen am unteren Ende, am unteren Drittel der Großstädte. Weil auch die Grundstückspreise anders sind als in München oder Garmisch-Partenkirchen, um das mal zu sagen. Das sind ganz andere Wertverhältnisse, Punkt 1. Aber ansonsten ist das Bewertungssystem im westlichen Teil von Berlin genauso wie in Baden-Württemberg oder in den anderen Ländern. Da gibt es keine Unterschiede. Es gibt noch ein paar Unterschiede in den östlichen Teilen, wo das Finanzamt jetzt überall versucht zuzulangen und genauso kräftig die Einheitswerte aufzuziehen, damit der Hebesatz ordentlich wirkt. Schönen Dank. Also dann wirklich richtig sachkundig so einen Beitrag leisten und nicht nur halbe Wahrheit hier rüberbringen. Nee. Durch den Anschluss jetzt zu bekommen. Mein Name ist Schamel, ich bin Bezirksverordneter und komme auch gerade leider ein bisschen spät. Achso. Ich komme leider etwas später aus einer Ausschusssitzung. Ich habe leider nur noch mitbekommen können, oder Gott sei Dank mitgehört, dass Sie gesagt haben, dass das Tiefbau bemüht ist, sich Denkmäler zu setzen in den Bezirken. Diese weise ich eindeutig zurück, denn Sie sind hier Bezirken, da können wir keine Denkmäler ersetzen. Hier wird mit den Schafen, mit der scharfen Klinge alles geschnitzt, dass es auch so günstig wie möglich gegenüber den Steuerzahler auch zu vertreten ist. Wenn Sie die Schlossstraße meinen, die ist als Denkmal ausgebaut worden auf Kosten der Steuerzahler. So weit werden Sie hier in der Köln nicht finden. Also wenn Sie so weit sagen, sollten Sie aufpassen, welchen Bezirk Sie sich aufhalten. Ich kann verstehen den Unmut. Ich habe mal gewohnt in der ehemaligen Gerhard-Winkler-Weg und da wurde auch eine Straße ausgebaut. Als die Landhaussiedlung gebaut wurde, da mussten die Anwohner die Straße mitbezahlen. Wir waren der Meinung an sich, wenn die Landhaussiedlung gebaut wird, müsste an sich ein Teil der Investoren mittragen. Das wird nach diesem Gesetz ja nicht mehr so sein, da wird ja jeder mit herangeführt. Mich stört an diesen ganzen diversen Publikationen, die verbreitet wurden, aber auch die Verbreitung der Publikationen der Senatsebene oder der SPD, dass man immer noch wankelt zwischen Erweiterung und Erneuerung. Ein Beispiel, der Gerhard Winkler, der Glashütter Weg an der Hudower Höhe, zuletzt 17 für den durchgeblieben ist, ist in einem schlechten Zustand.
Der wird mit Sicherheit, wenn dieses Gesetz in Kraft treten sollte, so wie es hier steht, weil ich nicht glaube, wird nicht danach saniert und so weiter, weil es gar kein Geld dafür gibt. Ich glaube eher, dass man immer bestrebt ist, aus den wenigen Mitteln, die aus dem Hauptausschuss freigegeben werden, aus der Senatsebene, dass der Bezirk das Notwendigste überhaupt noch machen kann mit den wenigen Geldern, die nach Neukölln fließen. Ich glaube, hier muss dringend nachgearbeitet werden, nachgebessert werden, wenn dieser Gesetzesentwurf überhaupt eine Chance hat, weitergebracht zu werden, weil man kann nicht davon ausgehen, dass eine Straße, die in einem größeren Abschnitt jetzt desolat ist, ich denke jetzt mal nur an Alt-Rudow, da ist man bemüht für 2007, wir haben die Planung 2007 versucht reinzubringen, Alt-Rudow, eine historische Straße im Prinzip, Kopfsteinpflaster, wahrscheinlich so wie 100 Jahre alt. Wenn es so sein sollte, dass diese Straße hergestellt wird, müssten alle Anlieger, die paar, die da überhaupt übrig sind, müssten ja einen bestimmten 70% dazu beitragen. Wer dieses behauptet, dass die Anwohner, die dort wohnen, das zahlen müssten, das halte ich persönlich für eine gewisse Frechheit. Und ich hoffe, dass dort auf der Senatsebene eindeutig nochmal nachgedacht wird, welche Straßen sind denn überhaupt betroffen. Alle Anwohner hier in Rudow zum Beispiel gehen davon aus, dass, ob mit der Eichenauer Weg ist, Lettberger etc., aber der Eichenauer Weg mal als Beispiel, der schlecht ausgebaut ist, alle gehen davon aus, wenn jetzt eine Baumaßnahme eintrifft, dass automatisch die Anwohner dies auch zahlen müssen. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Irrtum ist. Ein ganz klar, und dieses müsste man noch viel stärker herausheben. Ein Irrtum ist, wie es auch in dieser einen Publikation hier stand, ich muss es gleich mal vorlesen, weil ich glaube, es erschreckend war, Senat will den Straßenbau demnächst abkassieren, VDGM-Nachrichten, erst verheimlicht, jetzt beschleunigt, Koalition peitscht neues Gesetz durch. Stimmt überhaupt nichts, wenn ich mich recht entsinne, 2002 ist es im Abgeordnetenhaus vorgebracht worden und seitdem weiß jede Partei, dass dieses Gesetz bearbeitet wird und demnächst auch im Abgeordnetenhaus vorliegt. Dass jetzt alle so erschreckt tun, dass plötzlich aus der Kiste etwas entstanden ist, halte ich für befremdend, denn das hat wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen nach hinten verdrängt und sich nicht darum gekümmert, was passiert eigentlich mit solch einer neuen Initiative. Ich würde es dann am Schluss lassen, aber meine Anmerkung noch einmal, ich glaube, dass es gut tut, der jetzigen Senatsregierung, PDS-SPD, dass sie intensiv noch einmal ihre Schularbeiten macht und intensiv auch im Abgeordnetenhaus-Ebene das so herauskristallisiert, dass jeder normale Bürger genau weiß, bin ich überhaupt davon betroffen? Denn die meisten, die hier in der Sicherheit sitzen, sind überhaupt nicht davon betroffen. Und diese sollte man dringend anpacken, dass endlich mal etwas Ruhe eintritt und dass man fair und sachlich damit überhaupt sich auseinandersetzen kann.